Hallo und herzlich willkommen zu diesem Patch-Note-Video von Patch 1.14. Dieser bringt einige coole Sachen mit, leider noch nicht alles, wie zum Beispiel die verbesserte Squad-Führung und so weiter und so fort, aber dafür schon einiges Cooles. Anfangen wollen wir mit den Menü-Updates. Und zwar sieht man jetzt die zeitlich begrenzten Herausforderungen direkt im Main-Menü. Und zudem kann man auf jedes Model draufgehen. L3 drücken und dann wunderschön heranzoomen und herumzoomen und so weiter. Dies ist übrigens der Millennium Falcon gerade. Kann ich euch auch gleich mal den neuen Falcon von Lando zeigen. Der sieht auch ganz cool aus. Boah, ich mag die Originalversion, kann man ja nicht mal sagen, weil das ja eigentlich die Originalversion ist. Aber die von Han mag ich lieber. Dieser soll ein wenig schneller sein und mittleren Schaden auf mittlere Distanz machen. Die Fähigkeiten sind, naja, einmal die Koaxium-Einspritzung, der gleiche Boost wie bei Han Solo. Der Synchronbeschuss lässt zwei Blaster gleichzeitig feuern, also die dorsale und die ventrale Kanone heißt das hier. Und zudem die Co-Pilotin L337, die euch sogar im No-HUD-Modus sehr hilfreich ist, weil sie dort die Gegner für euch markiert. Und zudem macht ihr mehr Schaden und Alliierte auch an diesen Gegnern. So. Dann hätten wir neue Skins für Han Solo. Und zwar einmal das Beckett's Crew Skin. Ich gehe mal ein bisschen ran hier. Zoomen wir mal rein. Leider ist das Ganze hier ein wenig dunkel gehalten, was ich sehr schade finde. Also man muss schon diese Lichtsäule mitnehmen, wie ihr seht. Aber naja. Dann hätten wir hier noch das Corellia-Flucht-Outfit, was sehr cool aussieht. Muss ich sagen. Ich kann mich immer noch nicht an den neuen Han Solo gewöhnen, aber naja, das kommt schon mit der Zeit. Dann hätten wir noch einen Skin für meinen Lieblingscharakter eigentlich bei Star Wars, unser guten Chewie, und zwar den Vandor-Überfall-Skin. Zieht euch das mal rein, wie Chewie mit einer Brille aussieht. Ist das nicht episch? Kannst jetzt nicht einmal den Arm in die Luft reißen. Ich kann das nicht, aber egal machen. Guckt ihn euch an. Grinst doch mal. So. Und zu guter Letzt noch zwei Skins für unseren guten Lando. Da hätten wir einmal das professionelle Sportsmanns-Outfit. Guckt ihn euch an, wie er guckt. Das ist Lando himself. Das kann keiner so. So. Einmal die Drehung für euch. Und dann hätten wir noch das Geschichtenerzähler-Outfit. Was ich persönlich ziemlich feier. Auch wenn ich es nie anziehen würde, aber ich wohne ja auch nicht im Weltraum und da ist das vielleicht ganz schön in, wer weiß. Zieht euch das rein. Diese Krawatte alleine und das Hemd, ne? Styly Baby. Okay. Da wir gerade schon bei den Helden sind, da wurden einige Fixes und Änderungen vorgenommen. Wir waren ja gerade bei Lando, da machen wir da auch weiter. Der Deaktivator wurde gefixt und sollte Gegner jetzt korrekt betäuben. Freunde dafür nicht mehr. Was ich sehr cool finde. Als nächstes hätten wir bei unserem guten alten Palpatine, Palpatine, den Kettenblitz verbessert. Also der Fehler, wo er keinen Schaden gemacht hat, wurde behoben und er sollte jetzt vernünftig Schaden machen. Dann hätten wir bei Captain Phasma eine Änderung, und zwar verschwindet der Sentry Droid jetzt 5 Sekunden nachdem Phasma besiegt wurde. So, zu guter Letzt bei den Helden noch bei Rey. Ihr Sprintangriff, also die L1-Attacke, sollte jetzt nicht mehr in der Lage sein, gegnerische Lichtschwertblocks zu ignorieren und einfach durchzurennen und sie umzuschmeißen. So. Weiter geht es mit den generellen bzw. den Truppler-Fixes. Zum einen wurde die Lock-On-Funktion bzw. die Warnung für Spieler geändert. Und zwar wird man jetzt gewarnt, während man
eingeloggt wird von beispielsweise einem Geschütz oder ähnlichem und nicht mehr erst dann, wenn es schon geschehen ist. So, Änderungen zum Angriffstruppler gibt es keine großartigen, außer dass die Rolle kurzzeitig nach der Nutzung der Abhärtungsfähigkeit deaktiviert wurde, weil da wohl irgendwelche Probleme mit den Sounds und so vorhanden waren. So. Beim schweren Truppler wurde die Meisterschützenkarte gefixt. Wachgeschütze können mit dieser Fähigkeit nun nicht mehr zurückgesetzt werden. Und der Ionentorpedo hat nun drei anstatt einen Schuss und erhöhten Schaden erhalten. Beim Offizier wurden die SE-44C und die Blurk 1120 vom Schaden her reduziert und die Blendzeit der Blendgranate wurde ebenfalls reduziert. Ein Bug, wodurch die höchste Stufe der Karte Blendgranate die Wirkungszeit verlängert hat, wurde auch behoben. Als nächstes hätten wir den Spezialisten, dessen HP von 100 auf 150 erhöht wurde. Davor wurde ihm aber bei den Regenerationsintervallen pro Sekunde nur noch 30 gegeben, anstatt wie vorher 60. Last but not least die Highlights dieses Patches, und zwar die neue Map Kessel, welche spielbar ist in den Modis Arcade, Angriff, Helden vs. Schurken, Helden Showdown und dem wirklich genialen neuen bzw. alten Modus Exfiltration. Warum bzw. alter Modus? Dieser Modus ist der klassische Modus Exfiltration aus dem Battlefront des Jahres 2015, in welchem die Rebellen versuchen müssen, eine Lieferung zu bergen und zum Exfiltrationspunkt zu bringen, und die Imperialisten müssen versuchen, diese davon abzuhalten. Dieser Modus ist spielbar auf den Maps Kessel und auf der Map Jabba's Palast. Ansonsten kam der neue Modus Jetpack Fracht dazu. Dieser ist, glaube ich, spielbar auf Tatooine. Verbessert mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Aber soweit ich weiß, nur Tatooine. Der Timer dieses Modus wurde eingestellt auf 6 Minuten. Und die Zeit sowie die Score werden jetzt in der UI angezeigt. In diesem Modus müssen beide Teams gleichzeitig versuchen, einen, sage ich mal, Rucksack aufzusammeln und zu ihrem Exfiltrationspunkt zu bringen. Das jeweilige andere Team muss versuchen, das Team davon abzuhalten, und wer zuerst drei Rucksäcke eingesammelt und nach Hause gebracht hat, hat gewonnen. Das war's soweit von Patch 1.14. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ich irgendwas vergessen habe, erwähnt es doch einfach in den Kommentaren, und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Euer Brille, haut da rein! Help me.